Hallo Leute, wir machen heute die Lektion 10.5a. Das ist eine Fortsetzung von der Lektion 10.5, in der wir uns die Märchen von Brüdern Grimm genauer angesehen haben. Heute fokussieren wir auf ein Märchen von den Brüdern Grimm und dieses Märchen heißt die Sterntaler. So, hier sind die Leitfragen und mit diesen Leitfragen können Sie dem Märchen ganz gut in der richtigen Reihenfolge folgen. So, was für ein Mensch war dieses Mädchen? Beschreiben Sie das Mädchen. Geben Sie ein paar Adjektive für das Mädchen an. War es gut? War es böse? War es arm oder war es reich? Was hatte es? Es hier ist das Mädchen. So, sie hatte, es hatte etwas. Was war es? Und was hatte es nicht oder das Mädchen nicht? Sie hatte oder das Mädchen hatte etwas und das Mädchen hatte nicht etwas. Was war das? Dann die nächste Frage. Was gab das Mädchen dem Mann? Aha, so da ist ein Mann. Was gab das Mädchen dem ersten Kind? Aha, da ist das erste Kind. Was gab das Mädchen dem zweiten Kind? Aha, ein zweites Kind. Und was gab das Mädchen dem dritten Kind? So ein drittes Kind. Also, es gibt in diesem Märchen das Mädchen, einen Mann, das erste Kind, das zweite Kind und das dritte Kind. Es sind nur 5 Personen in dem Märchen. Und letztens, was fielen vom Himmel am Ende? So, am Ende passiert etwas, da fällt etwas vom Himmel. Und was ist es? Diese nächste Folie zeigt ein Video für kleine Kinder. Dieses Video modifiziert das Märchen, so das Video ist nicht in der Originalform, aber es ist immer noch sehr süß. So, versuchen Sie das mal, wenn Sie Lust dazu hätten. Und vergessen Sie nicht, die Untertitel anzumachen. Also hier ist das Märchen in der Originalform. Hier sind die Leitfragen. Und mit diesen Leitfragen können Sie dem Text ein bisschen besser folgen. Jetzt auf Englisch ein bisschen. So you will stop and engage. Read the text and see if you can follow along with these Leitfragen. Things happen in the order of these questions. And see if you can understand what's going on in this paragraph using the vocabulary that are in the blue. So give it a try. Und wir kommen gleich zurück. Sind Sie jetzt fertig? Wir hören uns das Stück an. Los geht's. C. Die Sterntaler. Es war einmal ein kleines Mädchen, dem waren Vater und Mutter gestorben. Es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen und kein Bettchen mehr, darin zu schlafen und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber gut und fromm. Und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Jetzt beantworten wir die Leitfragen. Was für ein Mensch war dieses Mädchen? Wir brauchen hier so ein paar Adjektive. Das Mädchen war. Wir haben hier ein paar Adjektive.
Das Mädchen war gut und fromm. Und das ist genug. Das Mädchen war gut und fromm. Beschreiben Sie das Mädchen. Das heißt, was hatte es, was hatte es nicht? Frage: Hatte das Mädchen Mutter und Vater? Ja oder nein? Nein, dem war Vater und Mutter gestorben und das ist im Plusquamperfekt. So an diesem Zeitpunkt hatte das Mädchen keine Eltern, weil die Eltern waren gestorben. So they died first and then the story happens. But the plusquamperfect shows you that at this point in time, the parents were already dead. Why? Because they had died. Und die nächste Frage, was hatte es nicht? Zum Beispiel, hatte es ein Kämmerchen? Nein, es hatte kein Kämmerchen. Hatte es ein Bettchen? Nein, es hatte kein Bettchen. Hatte es leider Kleider am Leib? Ja, aber das ist alles und keine anderen Kleidungsstücke und es hatte ein Stückchen Brot in der Hand und das ist alles. Und das Brot kam von einem mitleidigen Herz, das dieses mitleidige Herz geschenkt hatte. So again, time frame. She, at this point, a point in time, has no parents because the parents had died. And she has a piece of bread because a compassionate soul had given her that piece of bread. So, das ist dieser erste Absatz. Mit diesem zweiten Absatz machen wir das, was wir mit dem ersten Absatz gemacht haben. Wir folgen mit diesen Leitfragen und dann versuchen wir, diesen Absatz besser zu verstehen. So stop and engage with the text and see if you can follow along with the help of these questions. Was gab das Mädchen dem Mann, dem ersten Kind, dem zweiten Kind und dem dritten Kind? So der Kontext hier ist klar. Das Mädchen begegnet einem Mann, einem Kind, einem zweiten Kind, einem dritten Kind und dann ist der Absatz zu Ende. So, was gibt das Mädchen diesen Leuten? Stop and engage. Und hier kommt der zweite Absatz. Hören Sie gut zu. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach: Ach, gib mir etwas zu essen. Ich bin so hungrig. Das Mädchen reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sagte: Gott segne dir's, und ging weiter. Dann kam ein Kind, das jammerte und sprach: Es friert mich so sehr an meinem Kopf. Schenk mir etwas, womit ich mich bedecken kann. Da nahm es seine Mütze ab und gab sie dem Kind. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind, das hatte kein Leibchen an und fror. Da gab es ihm seins. Und noch weiter, da bat eins um ein Röckchen, das gab es auch her. Endlich gelangte es in einen Wald, und es war schon dunkel geworden. Da kam noch ein Kind und bat um ein Hemdlein. Und das fromme Mädchen dachte: Es ist dunkle Nacht, da sieht mich niemand. Du kannst wohl dein Hemd weggeben. Und zog das Hemd aus und gab es auch noch her. Also, was gab das Mädchen dem Mann? Das ganz Stückchen Brot. Was gab das Mädchen dem ersten Kind? Die Mütze. Was gab das Mädchen dem zweiten Kind?
das Leibchen. Was gab das Mädchen dem dritten Kind? Das Hemdlein. Und hier ist die Reihenfolge auch wieder interessant. So at this point in time, she comes across these people, but at this time, things had already happened for her to be doing things. So at the end, it had already become dark when she came upon this field. So she comes upon this field, but by this time, the night had fallen. So sequence of events is very important in this text. Klar? Jetzt gehen wir mal zurück zum Märchen, und zwar zum letzten Absatz des Märchens. Hier ist die einzige Leitfrage: Was fielen vom Himmel? Lesen Sie den Text durch und wir kommen zurück, um das ganze Stück zusammenzufassen. Und hier ist das Hörstück bis zum Ende. Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel und waren lauter blanke Taler. Und obgleich es sein Hemdlein weggegeben, so hatte es plötzlich ein neues an, und das war vom allerfeinsten Linnen. Da sammelte es die Taler hinein und war reich für sein Lebtag. Hier die Illustration ist sehr wichtig. Hier fielen die Sterne in den Schoß und das Mädchen war reich für sein Lebtag. Was ist die Moral der Geschichte? Sei fromm und gut, ja, hab Vertrauen in Gott oder in einer Gottesfigur. Aber die Moral hier ist: Sei ein guter Mensch und sei ein frommer Mensch. Hier ist Bonus Work. Underline all the verbs in imperfect, then double underline all the verbs in plusquamperfect. So then you can establish the sequence a little better. Remember that to recognize plusquamperfect, you'll be looking in two places in the sentence, where you would expect the verb to be to find the auxiliary verb, either war or hatte. Then you will look at the end of the sentence for the past participle or das Partizip, most of which will start with ge. The auxiliary verb and the past participle together make the plusquamperfect. The auxiliary here will be in the past tense itself, so you double up on the past tense, making it more than past. So in many instances, you will find that the Mädchen did something, but for her to do this something, something had happened before. So you will understand the sequence of events better. Viel Spaß! Das ist alles für heute. Tschüss!